Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Kurzvideo zeigen wir Ihnen eine Einführung in die Polaritätsanalyse. Das ist der Ort, wo die Polaritätsanalyse entwickelt wurde, in unserer Praxis in Laupen bei Bern. Sie sehen die Umgebung hier. Nun, was ist die Polaritätsanalyse? Es ist eine Repertorisationsmethode, die auf Bönninghausens therapeutischem Taschenbuch aufbaut. Die Analyse erlaubt präzise, effiziente und reproduzierbare homöopathische Mittelbestimmungen. Und sie verbessert die Treffsicherheit der Verschreibungen durch das Berechnen einer Heilungswahrscheinlichkeit für jedes Arzneimittel. Die Polaritätsanalyse ist das Resultat 30-jähriger Forschungsarbeit, die das Ziel hatte, die Effizienz und Zuverlässigkeit homöopathischer Mittelbestimmungen zu verbessern. Der Durchbruch kam während der ADHS-Doppelblindstudie. Sie sehen hier auf dieser Grafik die blaue Kurve. Das sind die Patienten, die in die homöopathische Behandlung eintraten. Und die grüne Kurve zeigt die Patienten, die eine Besserung von 50% erreichten unter Homöopathie und damit die Einschlusskriterien in die Doppelblindstudie erfüllten. Und Sie sehen, dass in den ersten 9 Monaten war das ein sehr langsamer Anstieg der Kurve, und wenn das so weitergegangen wäre, dann wäre die Studie ins Wasser gefallen. An diesem Punkt haben wir die Polaritätsanalyse eingeführt und sofort begannen sich die Resultate zu verbessern. Die Methode hat schließlich auch zum erfolgreichen Nachweis geführt einer Wirkung der Homöopathie bei ADHS-Patienten. Nun, wie funktioniert die Analyse? Für die Repertorisation verwenden wir nur zuverlässige Symptome, speziell eben Modalitäten und polare Symptome. Sie sind auch das, was an einem Krankheitsbild individuell und charakteristisch ist. Wir haben die Symptome von Bönninghausens therapeutischem Taschenbuch in 3 Zuverlässigkeitskriterien eingeteilt. Sie sehen hier hochzuverlässige Symptome, 6% aller Symptome, dann mittlere Zuverlässigkeit, 34%, und niedrige Zuverlässigkeit, 60%. Es ist also enorm wichtig für Ihre Resultate, wo Sie die Repertorisation ansiedeln, ob Sie bei den zuverlässigen oder eben bei den weniger zuverlässigen Informationen sammeln. Hohe Zuverlässigkeit haben viele Modalitäten und polare Symptome. Wir haben sie in unserer Software mit der grünen Farbe markiert. Dann eine mittlere Zuverlässigkeit, die meisten Lokalisationen und Befunde sind gelb markiert in der Software. Und die niedrige Zuverlässigkeit, das sind Symptome, die interpretiert werden können, sind rot markiert. Nun zeigen wir Ihnen ein Fallbeispiel. Seit 5 Tagen hat die dreijährige Vivienne 39 Grad Fieber, starke Schluckschmerzen und einen Schnupfen und Husten. Sie ist apathisch, klagt über Bauchweh, will nicht berührt werden und sich auch nicht bewegen, und sie isst und trinkt nichts. 3 Tage vor unserer Konsultation hat sie ein Antibiotikum erhalten in einer Notfallklinik. Das hat am ganzen Verlauf nichts geändert und lediglich zu Durchfall geführt. Das Kind ist blass, hat dunkle Ringe um die Augen, die Tonsillen sind geschwollen, mit einer weißen Membran bedeckt. Und die Halslymphknoten vergrößert und berührungs- und druckempfindlich. Und die Milzkuppe ist spürbar.
Nun, wir vermuten eine Mononukleosis infectiosa, ein pfeiffersches Drüsenfieber, und bestätigen das in einer Laboruntersuchung. Und nun müssen die Eltern die Checkliste der zuverlässigen Symptome ausfüllen. Sie sehen das im nächsten Dia. Sie können diese Checkliste auf unserer Website herunterladen und hier zwischen 8 und 16 der wichtigsten Symptome markieren. Symptome, das sind Veränderungen bei Krankheit. Also es geht nicht darum, dass Modalitäten, die auch im gesunden Zustand vorhanden sind, wie zum Beispiel das Verlangen nach frischer Luft oder Bewegung, dass die eingeschlossen werden. Es geht nur um die Veränderungen bei Krankheit. Auf dieser Checkliste erhalten wir für Vivienne diese Symptome hier: Schlucken, schmerzhaft, Druckäußerer, schmerzhaft, Berührung, schmerzhaft oder Abneigung, Abneigung gegen Bewegung, Bewegung verschlimmert, Stehen verschlimmert, Entblößung verschlimmert, beim Erwachen ist es schlimmer und sie hat eine Speichelvermehrung. Das sind die wirklich charakteristischen Symptome dieser Patientin, die wir auch allein für die Repertorisation verwenden. Sie sehen hier die Repertorisation. Zwischen der blauen und der roten Linie sind die Patientensymptome. Alles, was Sie eben gesehen haben vorher, aufgeführt. Unten haben wir die Gegenpole der polaren Patientensymptome. Also zum Beispiel das Patientensymptom Schlucken verschlimmert, der Gegenpol ist Schlucken bessert. Druckäußerer verschlimmert, Druckäußerer bessert und so weiter. Was wir machen in der Polaritätsanalyse ist, dass wir die Grade der Patienten, der polaren Patientensymptome addieren und davon die Grade der Gegenpolsymptome subtrahieren. Und daraus erhalten wir diesen Wert hier, die Polaritätsdifferenz, die uns anzeigt, welche Heilungswahrscheinlichkeit jedes Mittel hier hat. Man kann auch anders erklären, alle Grade, die wir hier oben haben, sind ein Argument für das Arzneimittel. Alle Grade bei den Gegenpolen sind ein Argument gegen das Arzneimittel. Und die Differenz zeigt uns dann die Spezifität. Also hier haben wir relativ viele Mittel, die alle Symptome abdecken. Und Sie sehen, Heparsulfur hat eine hohe Polaritätsdifferenz von 21, Silicea 17 und alles andere ist dann deutlich weniger spezifisch. Wir geben also aufgrund dieser Polaritätsdifferenz dem Kind eine Dosis Heparsulfur C200. Nach 2 Stunden beginnt sie wieder zu spielen. Nach 4 Tagen geht es ihr viel besser. Sie hat kein Fieber mehr, keine Schmerzen mehr. Aber sie hustet immer noch etwas und hat einen Hautausschlag um den Mund. Wegen der schnellen Besserung durch Heparsulfur wiederholen wir das Mittel jetzt. Ich mache nach einer Woche eine Kontrolle. Sie ist jetzt beschwerdefrei und alle Befunde sind weg. Um diesen Verlauf richtig einzuschätzen, muss man wissen, dass das Pfeiffersche Drüsenfieber im Durchschnitt 12 Wochen dauert. Also ist eine sehr schnelle Heilung dieser Krankheit mit Hilfe der Homöopathie. Was ist das Besondere am Fall? Traditionelle Homöopathie-Schulen betonen die Notwendigkeit, alle vorhandenen Symptome für die Mittelbestimmung zu verwenden. In der Polaritätsanalyse benutzen wir dafür nur die zuverlässigen charakteristischen Symptome, also die polaren Symptome und Modalitäten. Und dabei zeigt sich regelmäßig, dass die so bestimmten Arzneimittel auch die weniger spezifischen Symptome abdecken, die nicht in die Repertorisation eingeflossen sind.
Es ist also gar nicht nötig, diese zu verwenden, die verwirren oft die Fälle nur. Nun, wenn man eine neue Methode in die Homöopathie einführt, sollte man zuerst auch Outcome-Studien machen, um zu schauen, wie sich diese Methode auf die Resultate auswirkt. Und dafür muss man Outcome-Kriterien definieren. Unsere Outcome-Kriterien bei akuten Erkrankungen sind Ersttreffer. Ersttreffer, das sind homöopathische Mittel, die eine Heilung innerhalb von 2 Tagen mit dem erstverabreichten Mittel bewirken. Dann Zweittreffer, wenn die Patienten keine Besserung von 50% oder mehr erreichen innerhalb von 2 Tagen, dürfen die Eltern ein Reservemittel geben, das wir ihnen mitgeben. Und wenn dieses Reservemittel innerhalb von 2 weiteren Tagen den Patienten heilt, ist es ein Zweittreffer. Patienten, die weder mit dem Haupt- noch dem Reservemittel geheilt werden, werden als keine Reaktion beurteilt. Wir haben bei den akuten Erkrankungen 256 Patienten evaluiert und dabei gesehen, dass 56% Ersttreffer sind, 31% Zweittreffer und 13% keine Reaktion aufwiesen. Also 87% aller Patienten sind nach 4 Tagen geheilt. Wir haben die Methode auch bei den ganz schwierigen multimorbiden Patienten geprüft. Multimorbide Patienten sind solche, die 3 oder mehr chronische Krankheiten haben gleichzeitig. Und hier haben wir die Outcome-Kriterien so definiert, dass die Patienten ein monatliches Rating der Besserung jeder Krankheit machen mussten in Prozent. Und eine erfolgreiche Behandlung haben wir gezählt, wenn 80% globale Besserung nach einem Jahr erreicht wurden. Sie sehen hier die Besserungskurve. Wir hatten 50 Patienten in dieser Studie, 43 konnten wir erfolgreich behandeln. Und bei diesen sieht die Besserungskurve so aus. Nach einem Monat haben wir 46% Besserung, nach 2 Monaten 64 und nach 12 Monaten 91% Besserung. Die Kurve ist sehr typisch für Heilungsverläufe in einem biologischen Organismus. Nun, was sind die Voraussetzungen für einen Erfolg? Die Patienten müssen lernen, ihre Symptome zu beobachten. Das heißt, sie tragen als Partner zu ihrer Heilung bei. Sie können nicht einfach die Heilung in die Hände des Arztes legen, sondern müssen eben selbst mitmachen, damit sie so schnell wie möglich geheilt werden können. Die Checklisten dienen dazu, den Patienten zu zeigen, was wirklich wichtig ist, und die helfen auch, ihnen zu lernen, die Symptome zu beobachten. Wie finden Sie das beste Arzneimittel? Die Polaritätsanalyse ist wie ein Puzzle, in dem die Symptome zueinander passen müssen. Wenn Sie das tun, so resultiert oft ein Arzneimittel mit einer herausragenden Polaritätsdifferenz, so wie wir das gesehen haben vorher bei unserer Vivienne. Besteht eine flache Verteilung der Polaritätsdifferenzen, also alle sind niedrig, keine herausragend, so sind in der Regel unzuverlässige oder falsch beobachtete Symptome im Spiel. Und unsere Aufgabe ist herauszufinden, welche das sind und diese zu eliminieren. Und damit können sich die meisten Fälle klären. Wenn Sie mit der Methode beginnen, beginnen Sie mit der Behandlung von akuten Erkrankungen. Das ist das Einfachste. Vermischen Sie die Polaritätsanalyse nicht mit anderen Methoden, das funktioniert nicht richtig.
und protokollieren Sie Ihre Resultate, damit Sie Ihre Fortschritte sichtbar machen. Die Konsequenz der Polaritätsanalyse ist, dass die Homöopathie, die für Beginner ein Riesenberg ist, und in diesen Berg zu erklimmen, ist eine gewaltige Anstrengung. Die Konsequenz ist, dass dieser Berg eben deutlich kleiner wird, dass wir 85% der Patienten erfolgreich mit dieser Methode behandeln können und damit auch den Einstieg in die Homöopathie wesentlich einfacher machen. Wir werden Ihnen in weiteren Videos die Fallaufnahme im Detail zeigen. Wir werden Sie auch in die korrekte Fallanalyse einführen, Ihnen zeigen, wie man Schwierigkeiten meistert und schließlich Ihnen auch die wichtigsten Evaluationsresultate zeigen. Das ist alles für den Moment. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.